Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse stimmen. Ich werde heute eine First Impression machen. Und zwar geht es um die neue Huda Beauty Hazel Collection. Also, ich mache nur, also um diese eine Palette soll es heute gehen. Das ist die Khaki Palette. Und ja, wir werden sie jetzt gemeinsam mal auspacken und testen. So sieht die aus. Huda Beauty. Das war auch die mit Lila, die mich angesprochen hat. Die andere, ich weiß gar nicht, Sand, glaube ich, heißt die. Die war so 0815 Rosé-Palette. Die hier dagegen hatte schon so mal etwas, ja, schönere Töne. Irgendwie. Deswegen, also mein Deutsch ist nicht so the best of the best. Heute Morgen spucki spucki. Gott sei Dank habt ihr 1,5 Meter Abstand von mir. So. Dann würde ich sagen, geht's auch schon los. Ich trage meine zu Eva Lidschatten Base auf, die ich halt immer auftrage. Ein bisschen erinnert mich das an die, ich weiß es nicht, ob es die 70er sind. So dieses, da war dieser Rasierpinsel und sowas aus so einem Plastik oder Holz, ich weiß es nicht, was es früher war. So erinnert mich. Okay, dann nehmen wir einen fluffigen Pinsel. Ich würde jetzt so einen fluffigen Pinsel nehmen. Der ist jetzt von Morphe. Das ist die M441. Und gehe in das Beige rein. Also es ist so ein bisschen Rosé. Vielleicht swatche ich sie euch am Schluss nochmal. Und mach mir mal einfach mal eine Lidfalte. Sehr bröselig. Oh mein Gott. Also, bisschen, wisst ihr, das ist nicht das Ärgerliche, das bröselt halt einfach runter. Ich nehme mal einen synthetischen Pinsel, dann nehme ich die 22 E22 von Morphe, bröckelt trotzdem so runter. Das im Hintergrund ist mein Sonnenschein. Erstaunlich ist, also ich muss sagen, der hat sich so gut entwickelt in den letzten paar Wochen, Monaten. Dem Kindergarten ist es positiv aufgefallen und mir auch. Also klar, als Mutter fällt es einem schon auf, aber man lebt miteinander und dann sieht man das nicht mehr so. Aber wenn man dann so reflektierend von den anderen dann mitkriegt, wie gut sich das Kind entwickelt hat, dann ist es schon sehr schön zu hören. Ja, bröckelig ist es schon. Dann würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall den Khaki-Ton. Khaki-Ton. Ich benutze den Khaki-Ton und ich nehme mir den Jaclyn Hill Pinsel in der 34. Schade, dass es in dem Set, was ich bestellt habe, bei Kleiderkreisel es nicht mehr gab. Ich nehme den Mittelton. Also ich habe die Palette bei Kleiderkreisel geshoppt. Und das ist wirklich ein Khaki-Ton. Also das sehe ich auch. Er hätte noch ein Ticken grüner sein können, meiner Meinung nach. Man muss echt vorsichtig mit der. Also ich finde, ich klopfe das da immer ab und dann finde ich, seid ihr dann scharf oder nicht? Könnt ihr das erkennen, dass da sehr viel dieses Produkt bleibt. Das, mir macht das eigentlich nicht so viel aus, weil ich klopfe es genau in demselben Pfändchen ab und tupfe das dann, dieses Pigment, wieder auf. Deswegen wird das vielleicht bei mir auch oftmals so intensiv. Ich weiß es nicht. Also es gibt Paletten, da werde ich ständig angefixt, die ich aber schon aussortiert habe, ne, aus gewissen Gründen. Entweder war es zu ähnlich, oder ich habe es nicht so gut vertragen. Oder und dann überlege ich sie mir echt, ob ich sie mir nochmal zulege. Total bescheuert. Aber so ist es. Ich nehme nochmal den Khaki-Ton mit einem anderen Pinsel. Zu Eva 228. Und versuche das Ganze nicht außer Kontrolle zu bringen. Ich möchte ja hier den dunkelsten Ton haben. Ja, heute kann es mal so ein Tönchen sein.
Fallout vom Khaki-Ton, es geht. Ich weiß nicht, ob ich mich heute richtig schminken kann. So First Impression mäßig. Weiß nicht, ich habe heute auch zu lange geschlafen. Ich bin aber immer noch sehr müde. Ich weiß es nicht, ob es was mit dem Ende zu tun hat. Die letzten 4 Wochen, dass man einfach so müde ist. Ich habe keine Ahnung. Also, jede Schwangerschaft ist anders, deswegen... Leute. Ich habe niemals gedacht, dass ich irgendwann aussehe wie Big Mama in the House. Oder wie Hulk. Aber, ja, wenn man mich grün anmalt, bin ich definitiv so. Hulk. Könnt ihr das erkennen? Also, man erkennt natürlich nicht ganz so gut, finde ich, dass es Khaki ist. Ich weiß auch nicht, ob ich das so gerade feiere, was ich hier kreiert habe. Es ist nicht der dunkelste Ton. Ich finde, er ist auch sehr fleckig. Und er sieht bei mir ein bisschen dreckig. Also, es sieht gerade so ein bisschen nach Dreck aus. Ich mach das mal weg kurz. Also ich nehme so ein Feuchttuch und mach das weg. Das tut mir überhaupt nicht. Dann sehe ich so eine dreckige Visage aus. Wie heißt das? Lidschattenbase. Also ich bin wieder am Start. Ich hoffe, wie gesagt, ihr seht alles. Und wir sind hier, ups. Weil ich mich ja immer hier so runterbücke. Ich benutze einen Übergangston mit einem synthetischen Pinsel, weil wir ja gemerkt haben, dass das nicht ganz so gut funktioniert. Ich benutze das Rosa. Ja, also mit einem synthetischen Pinsel, wenn man ganz vorsichtig ist, dann passiert auch nicht so viel. Sehe ich gerade. Also dann staubt das auch nicht ganz so. Also ich sette sozusagen einfach mal meine Lidschattenbase da oben zum Übergang. Bin gerade aus der Puste, warum auch immer. Zum Übergang. Und dann gehe ich mit einem kleinen Pinsel. Am besten so ein Pencil Brush mäßig. Sowas hier. Sowas. In meinen Augeninnenwinkel. Und trage mir das Duochrom hier auf. Also es ist halt... So. Ja, das ist halt so, genau. Ich versuche, im Bilde zu bleiben. Also ich trage jetzt erstmal mein Innenwinkel-Highlight auf. Also diese Palette hat mich gleich angesprochen. Das war irgendwie sehr interessant für mich. Ich kriege aber nicht so gut Produkt auf mein... Das ist eher so ein Topper. Aber das schadet ja auch nicht, im Innenwinkel einen Topper zu haben. So. Also, ich habe ein bisschen feucht es aufgetragen. Der Pinsel eignete sich nicht gerade so gut für diese... ja, das sind so wie so Glitzerpartikel. Kommt es mir so vor. Man sieht auch ganz gut, dass ich hier voll viel Glitzer und Schimmer habe. Was nicht gerade so angenehm ist. Aber gut. Dann möchte ich den Khaki-Ton mit so einem ganz normalen Katzenzungenpinsel auftragen. Und zwar möchte ich diesen Ton hier, den hier benutzen. Also ich habe den im Innenwinkel jetzt. Möchte den jetzt aufs komplette bewegen. Drücke schon etwas, um natürlich das Pigment abzugeben, aber irgendwie, schaut mal, es ist so, wie nennt man das, so ein, nicht gerade geil, würde ich mal sagen. Es kommt auch irgendwie dunkler, finde ich, raus als hier. Findet ihr nicht? Also, ich finde, dass es auf dem Auge dunkler wirkt als hier. Eine Mumie.
Empfehlenswert ist, denke danach einfach was zu machen. So, dann trage ich mal einen dunklen Ton auf. Und zwar dann trage ich tatsächlich meinen Khaki-Ton hier hinten auf. Pinsel von Jaclyn Hill, der ist echt gut. Also ich habe ihn noch nicht gewaschen. Der war ja noch neu und verpackt. Nicht gewaschen. Der verliert sonst bestimmt die Spitze. Muss ich dann in Klopapier einwickeln. Und dann gehe ich in den dunkelsten Ton. Den dunkelsten Ton hier rein. Und trage den auch nochmal hier so auf. An dem letzten. Also ich habe unheimlich viel Krümel an den Wangen. Also wirklich sehr, sehr viel. So viel habe ich seltenst. Bei so einer kleinen Palette, muss ich sagen. Dann mache ich mal meinen Pinsel sauber. Also ihr wisst, wie das läuft hier mit dem Hasen, der hoppelt. Und gehe so ein bisschen die Grenzen. Ja, ein Hallo. Welchen? Ah, jetzt habe ich ihn den hier. Aber jetzt habe Karotte. Ich... Ja. Oho. Sind wir beide gleich aus? Also ich finde es gut bis jetzt. Es ist. So ein bisschen, muss ich sagen, fehlt mir schon was. Ich trage mir das mit so einem kleinen Pinsel mal hier den Khaki-Ton unten am Wimpernkranz halt auf. Es krümelt. Das finde ich schon ärgerlich, weil man einfach viel von Produkt einfach überall hat. Und ich finde auch, dass es fleckig geworden ist. Ich werde das definitiv an einem anderen Tag nochmal testen. Also es kann einfach sein, dass heute meine Schminkskills einfach beschissen sind. Das habe ich manchmal. Das ist, ich habe schon gefühlt, ich bin zu müde, um mich zu schminken. Wollte aber unbedingt fertig werden. Wisst ihr, was ich meine? Schön ist der Khaki-Ton schon. Aber könnt ihr das Löchlein hier sehen? Hier fehlt so Produkt. Das ließ sich gar nicht auftragen. Also dieser Khaki-Ton wollte sich nicht schichten lassen. Aufeinander. Ist natürlich nicht so gut. Ja, ansonsten werden wir das nächste Mal die anderen Töne auf jeden Fall versuchen. Khaki sind wirklich nur drei Töne hier drin, aber ich finde, das ist schon okay, weil man braucht ja auch einen Verblenderton und so, einen Verdunklungston. Muss ja nicht die ganze Palette Khaki sein. Aber so ein etwas hellgrün hätte ich jetzt noch gefeiert für die Wasserlinie. Also vielleicht hier für den vorderen ein Drittel. Sowas zum Beispiel. Glide on Eye Pencil and Freak. Ja, also. Dann nehme ich mir nochmal so einen kleinen Pinsel. Wo hatte ich den jetzt? Mach den mal kurz sauber. Und trage mir den khakifarbenen Ton hier auf. Den ich auch aufs Komplett. Der ist bröselig. Das ist so eine, wie so eine Folie. Ich finde, das sieht man auch ganz gut auf dem Lid, dass das so ein bisschen zusammengezogen ist. Okay, also ich finde, es muss jetzt so bleiben, wie es ist. Ihr könnt es ja mal begutachten, wie ihr das Ganze findet. Ich werde jetzt einfach Lidstriche ziehen.
abgeranzte Ding da und dann komme ich wieder. So, ihr Lieben, ich bin jetzt fertig geworden, habe mein, sozusagen, meine Wimperndusche, meine Mascara-Wimperndusche aufgetragen, meinen Lidstrich. Ich muss sagen, so an sich ist es ein Alltagslook. Ein etwas dunklerer Alltagslook. Was mir nicht ganz so gefällt, ist dieser Khaki-Ton in Matt. Der ist ziemlich durchsichtig. Also irgendwie bin ich nicht so ganz überzeugt von ihm. Ich trage von Kat Von D einen Liquid Liner in Modder. Und ich muss sagen, es ist ein super, super schöner Bärenton, ohne aufdringlich zu sein. Oder was sagt ihr dazu? Also ich finde, es kann echt machen. Und ich bin ganz happy, dass ich ihn mal zum Austesten bekommen habe. Das hier gefällt mir persönlich nicht so gut. Aber das da, der erste, der zwei Drittel von dem Augen-Make-up gefällt mir. Was da hinten passiert ist, ich habe keine Ahnung. Es lässt sich einfach nicht richtig aufbauen. Ich werde das nächste Mal ohne Verblenden machen. Also ohne Transition-Farbe, einfach auf die nasse Base, um zu gucken, wie das dann arbeitet. Ich werde euch versuchen, 3-4 Looks noch mit der Palette zu machen, weil ich finde sie echt süß. Also es ist mal was anderes und was Herbstiges. Ich finde, Nikosha, ich bin gleich fertig. Ja, darfst du. Aber mach wieder zurück, okay? Na, so eine richtig schöne Herbstpalette. Ich habe auch die von BH in Grün. Da freue ich mich schon drauf. Ich bin jetzt einfach mal gespannt. Ja, lassen wir es mal auf einen wirken. Vielleicht mache ich noch so ein Abschlussvideo, wo ich euch dann heute Abend mal zeige, wie das eigentlich geworden ist. Also vom Nahen. Nee. Ich bin nicht so zufrieden. Es wäre gut geworden, wenn die Farbe intensiv hier hinten wäre. Und dieses matte Khaki dann in der Mitte, weil das viel heller ist als das Schimmer-Khaki. Wisst ihr, was ich meine? Na gut, ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht von meiner First Impression. Mich ärgert das schon, weil das ist eine schöne Palette und sauteuer. Also ein 30er für so eine Qualität, finde ich, habe ich. Und der einzige Khaki-Ton, der richtig Khaki ist. Zwei Khaki-Töne. Der eine performt, der andere nicht. Also, seid gespannt. Es gibt bald ein weiteres Video mit ihr. Außer das Kind kommt früher. Außer planmäßig, dann geht's halt nicht. Aber ansonsten habe ich vor, die nächsten 3 Tage mit ihr zu arbeiten. Ja, wir schauen mal, was passiert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten. Ciao!